Sein ganzes Leben ist der Hilfe anderer gewidmet. Wir haben mit Medium Joao das Medium mit den höchsten Fähigkeiten weltweit. Die meisten Wesenheiten, die durch das Medium Joao wirken, waren einst Heiler, Ärzte oder Priester. Ich habe größte Hochachtung für die Wesenheiten des Lichtes, die durch seinen Körper wirken. Durch dieses Instrument bringen sie Heilung, helfen und führen uns, damit wir unsere Herzen öffnen, um Menschen mit mehr Mitgefühl und Liebe zu werden. Jeder, der kommt, erhält spirituelle Heilung, die eine Heilung des Körpers und der Seele ist. Ich habe gesehen, dass Menschen, die 30 Jahre im Rollstuhl waren, aufgestanden sind und plötzlich gehen konnten. Ich sehe viele Wunder hier. Sie geschehen fast jeden Tag. Channeling bedeutet, einem verstorbenen Geist zu erlauben, deinen Körper und dein Bewusstsein zu benutzen, um eine Botschaft zu übermitteln. 1000 oder mehr Menschen kommen in die Kase an jedem neuen Tag. Es ist viel Arbeit für einen Geist, sich eines menschlichen Körpers zu bedienen. Er begibt sich in den Körper eines Menschen, um Liebe und göttliche Hilfe geben zu können. Unser Sein ist nicht der physische Körper. Es ist Energie. Und diese Energie geht weit über Zeit, Raum und Materie hinaus. Was wir hier tun, ist Energiearbeit. Lichtarbeit. Was ich herausgefunden habe, ist, dass man viel, möglicherweise mehr als 50%, selbst tun muss. Que Deus cura, Deus é caminho, na vida, no amor, na verdade, no carinho. Sie werden körperlich geheilt. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ich fragte die Wesenheit, könnt ihr mir helfen, dass ich wieder gesund werde? Und er antwortete, du bist bereits geheilt. Ich kam, weil ich AIDS hatte. Es begann 1984. Mein Gesicht war ein Skelett, andere Teile meines Körpers, ein Skelett. Dieser Ort gibt dir das größte Geschenk, was ich mir vorstellen kann. Es ist das Geschenk, Gott in allem zu sehen. Liebe ist das Geheimnis. Liebe ist der Schlüssel, den wir alle brauchen auf Erden. Es ist wundervoll. Gibt sie der göttlichen Raum.